Eine wichtige Rolle im gemeinsamen Regierungsprogramm von CDU und CSU spielt das Thema Umwelt. Im Gespräch mit CDU-TV beantwortet Katharina Reiche die wichtigsten Fragen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Vorhaben in diesem Bereich. Wir wollen unseren Kindern eine saubere und intakte Umwelt hinterlassen. Als dreifache Mutter werde ich schon kritisch gefragt. Mama, was ist mit dem Müll? Mama, warum ist die Luft so dreckig? Mama, warum schmelzen die Polkappen? Das sind Fragen, die nicht nur Kinder betreffen, die müssen politisch gelöst werden. Und deshalb wollen wir, dass wir die Erderwärmung auf maximal 2 Grad begrenzen helfen. Die Finanzkrise ist hausgemacht. Da können Sie mit Menschen verhandeln, mit Banken, mit Staaten und können helfen, die Probleme zu lösen. Der Klimawandel ist schwieriger in den Griff zu bekommen, weil ganz viele Akteure zusammengenommen werden müssen und mit der Natur lässt sich auch schwer verhandeln. Außerdem ist der Klimawandel eine ganz langfristige Aufgabe und umso wichtiger ist es, dass wir bei den nächsten internationalen Verhandlungen so erfolgreich sind wie Angela Merkel in den vergangenen Jahren, wenn es darum ging, die europäischen Regierungschefs, aber zum Beispiel auch Amerika und Russland für mehr Klimaschutz zu gewinnen. Und das wird ihr auch diesmal gelingen. Wir wollen die erneuerbaren Energien weiter ausbauen. Das heißt ja nicht nur neue Technologien, das heißt auch mehr Arbeitsplätze. Innovative Arbeitsplätze, an denen viele andere europäische Länder, aber auch China und Indien hochinteressiert sind, also ein echter Exportmarkt. Wir wollen, dass wir im Bereich Hausmodernisierung und Modernisierung der Heizungssysteme, ja aber auch bei den Dingen, die wir alle kennen, wie Kühlschränken und Waschmaschinen, Energie sparen. Und wir wollen uns dem Thema Elektromobilität zuwenden. Gerade in großen Städten ist das ein großes Thema. Jeder Einzelne kann sich überprüfen oder sich zum Beispiel überprüfen lassen. Da sind zum einen die eigenen Kinder ganz gut geeignet. Ich denke, wir müssen aber auch in der Schulbildung einiges tun. Jeder kann kritisch durch sein Haus gehen und überlegen, habe ich Energiesparlampen? Wie effektiv sind meine Geräte? Was kann ich an meinem Haus tun? Wo muss ich isolieren? Wie verhalte ich mich, wenn ich mich bewege? Nehme ich die Bahn, das Fahrrad oder das Auto? Dennoch muss Umwelt- und Klimaschutz etwas sein, was die Leute gern bereit sind mitzumachen.